Hallo, hallo, ich bin Thomas und jetzt besuche ich Kolumbien, Bogota und Zipaquirá. Dann, heute werden wir etwas Deutsch hören. Bogota ist die Hauptstadt der Republik Kolumbien mit einer interessanten Geschichte und voller Kontrast. Später werden wir mehr über Bogota erfahren, aber zuerst fahren wir weiter nach Norden in die Gemeinde Zipaquirá. Dort ist eines der wichtigsten Salzabbaugebiete in Kolumbien mit einem wunderschönen historischen Zentrum. Ist es vor allem international berühmt für seine Salzkathedrale. Die heutige Stadt wurde im Jahr 1600 gegründet, aber ihre Geschichte ist mehr als 12.000 Jahre alt. Daher einige der ältesten menschlichen Überreste in Kolumbien gefunden wurden. Die Salzkathedrale wurde im Februar 2007 als erstes Wunder Kolumbiens ausgezeichnet. Obwohl Kolumbien noch mehr Dinge zu bieten hat, die es wunderbar machen. Nun jetzt besuchen wir die Salzkathedrale in Zipaquirá. Dies ist eine unterirdische Kirche, die vom Architekten Roswell Garavito Pearl aus Bogota in den Salzminen von Zipaquirá erbaut wurde. Die Minenarbeiter stellten heiligen Bilder in die Mine, um während ihrer gefährlichen Arbeit im Bergbau beschützt zu werden. Daraus entstand die Idee, eine 1954 eingeweihte unterirdische Kapelle zu errichten, die jedoch wegen struktureller Mängel geschlossen werden musste. Zwischen 1991 und 1995 wurde die heutige Kathedrale gebaut, wo wir zuerst einen Kreuzweg und eine Kuppel durchqueren müssen, um das eindrucksvolle Mittelschiff zu besichtigen. Es war für mich ein einmaliges Erlebnis, diese Kathedrale zu besuchen. Und jetzt gehen wir dorthin, wo wir angefangen haben. In die Stadt Bogota. Genauer gesagt nehmen wir eine Seilbahn, um zum Hügel von Monserrate zu gelangen. Von hier aus haben wir einen spektakulären Blick über den größten Teil der Stadt. Aus diesem Grund ist es einer der interessantesten Orte, der sowohl von Touristen als auch von den Einwohnern der Stadt gerne besucht wird. Mit einer Höhe von ca. 3150 Metern ist Monserrate der bekannteste der östlichen Hügel von Bogota. Hier befindet sich auch die Basilika des Herrn von Monserrate, ein religiöser Wallfahrtsort, den ich anscheinend vergessen habe zu filmen. Hier kann ich stundenlang bleiben, aber es ist Zeit, in die Stadt zurückzukehren. Um die Candelaria, das älteste Viertel der Stadt, zu besuchen. Dies ist die Plaza del Chorro de Quevedo, wo Bogota im 1538 gegründet wurde. Jetzt sind wir in der Innenstadt von Bogota, wo sich der Stadtteil La Candelaria befindet, den mich sehr interessiert, weil hier auch das historische Zentrum ist. Wie wir an der Architektur sehen können, begannen die Anfänge der Stadt in diesem Viertel.
Ich werde einige Zeit brauchen, um durch diese Straßen zu laufen. Und La Septima bis zur Plaza de Bolívar. Im April 1539 wurde die formelle Gründung auf der heutigen Plaza de Bolívar vorgenommen. Dort wurde der ursprüngliche Grundriss der Stadt festgelegt und die Plaza Mayor und der Ort der Hauptkirche, die später die Primada-Kathedrale von Bogotá sein sollte, errichtet. Die Stadt wuchs nach Norden, Süden und Westen und hinterließ die Plaza Mayor und die Kathedrale als traditionelles Zentrum der Stadt. Etwas, das ich hier liebe, ist es, die Berge im Hintergrund zu sehen, die einen wunderschönen Kontrast zur Stadt bilden, während man spazieren geht. Heute gibt es eine Veranstaltung mit Musik auf dem Platz. Obwohl ich es leid bin zu gehen, bin ich nicht immer hier. Also werde ich für eine Weile in dieser Veranstaltung bleiben. Natürlich muss man hier Kaffee trinken. Und natürlich kann man nicht nach Bogotá kommen, ohne in die Transmilenio-Busse einzusteigen. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in Bogotá ist es, die hervorragenden Museen zu besuchen, die einen günstigen Preis haben und manchmal sogar kostenlos sind. Hier bin ich im Goldmuseum. Hier werden Kunstwerke aus Gold und Töpferwaren der einheimischen Kulturen aus der präkolumbianischen Zeit, darunter mehr als 30.000 Goldstücke, ausgestellt. Jetzt gehen wir zum Nationalmuseum von Kolumbien, dem ältesten des Landes. Es ist in 4 Sammlungen unterteilt: Kunst, Geschichte, Archäologie und Ethnographie von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart. Und wenn ihr den Transmilenio benutzt habt, gibt es vor dem Museum eine U-Bahn-Station, eine Bushaltestelle mit dem gleichen Namen, Nationalmuseum. Bogotá ist eine Stadt voller Kontraste, umrahmt von wunderschönen Bergen. Hier finden wir alles, von alten Gebäuden bis zu modernen Wolkenkratzen, wie den 50-stöckigen Col Patria Turm, der 196 Meter hoch und das zweithöchste Gebäude der Stadt ist. Aber ich bin schon viel in der Stadt herumgelaufen, also muss ich ein bisschen frische Luft schnappen. Also, fahren wir in den Nordosten von Bogotá, um die Gemeinde Guatavita zu besuchen. Die ursprüngliche Stadt Guatavita hat eine lange Geschichte, die schon vor der Gründung Kolumbiens begann. Sie endete jedoch im Jahr 1967, als sie überschwemmt wurde, um die Wassermengen aus dem Fluss Bogotá zu regulieren und die Überschwemmungen über die Bogotá-Savanne zu kontrollieren. Hier sind wir jetzt in Guatavita, ein schönes Dorf. Es ist ganz leer, aber es ist irgendwie angenehm hier quasi allein zu sein. Es ist regnerisch und etwas kalt, aber es ist ganz ruhig und schön hier. An der ursprünglichen Stelle der Stadt befindet sich jetzt eine Lagune, die man früher sehen konnte. Und daneben wurde eine moderne, kolonial anmutende Bevölkerung errichtet. Guatavita heute. Der Bau der neuen Stadt begann am 14. November 1964 und im August 1967 begann der Umzug der Bürger in ihr neues Zuhause. In Bogotá und Umgebung gibt es viel zu sehen. Dies war eine Reise, die ich geliebt habe. Aber...
Das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge mir auf Facebook als Spanisch mit Thomas und auf Instagram als Thomas der Profe. Und abonnieren. Tschüss.